müsste schon ganz schön blöd sein, ein Buch übers Töten zu schreiben. Und gleich darauf jemanden auf die Art zu töten, wie ich es beschrieben habe. Ich würde mich als Täter bloßstellen. Ich bin nicht blöd. Ich weiß, dass Sie nicht blöd sind, aber vielleicht zählen Sie darauf, laufen gelassen zu werden. Das Buch gibt Ihnen ein Alibi. Ja. Das macht es, nicht wahr? Die Antwort ist nein. Ich habe sie nicht getötet. Sie spielen gern Spiele, oder? Ich habe mich schon immer für Psychologie interessiert. Spiele machen Spaß. Sie sehen müde aus. Sie sollten nicht so viele Überstunden machen. Und Sie laufen lassen? Hm? Ich war es ja nicht. Natürlich nicht. Wo waren Sie am Freitag des 13. Oktober? Zu Hause. So wie Sie. So wie ich? Ja. Oder nicht? Spielt gar keine Rolle. Für Sie nicht. Für Sie? Für Ihre Frau. Woher wissen Sie eigentlich, dass ich verheiratet bin? Ich bin Autor. Ich kenne Menschen. Im Prinzip. Ich informiere mich. Ihre Tochter wird heute 16. Was? Haben Sie gerade... Vielleicht besucht er Sie ja. Wer? Er. Unser Mann. Ihr Bohrmaschinenmann. Ich meine, sie passt ins Profil. Blondes Haar, unschuldiger Blick. Unser Mann? Sind Sie verrückt? Wir arbeiten nicht zusammen. Sind das die Tatortfotos? Kommen Ihnen bekannt vor? War das nicht auch nach einem Geburtstag? Sie wird doch 16. Es reicht. War sie nicht auch 16? Halten Sie die Klappe! Familie, ihr macht angreifbar, das wussten Sie doch. Was Sie nicht nachfühlen können. Habe ich recht? Was haben Sie zum Zeugenvorwurf zu sagen? Immerhin wurden Sie am Tatort gesehen. Wen haben Sie gesehen? Männlich, weiß, mittleren Alters? Wie beliebig. Beliebig? So beliebig wie die Tat? Beliebig wie der Mord? Weder noch. Hören Sie auf damit. Zu antworten? Meine Fragen zu umgehen. Ich weiß nicht, was Sie meinen. Sie glauben gar nicht, wie sehr Sie mir auf den Nerven gehen. Dann gehen Sie nach Hause. Nein. Vielleicht sollten Sie das. Scheiße nochmal, Sie war 16. Sie glauben sich doch eh nicht. Ich glaube Ihnen nicht. Nur weil Sie es nicht besser wissen. Sie hängen damit drin. Sie überschätzen meine Beteiligung. Nein, ich unterschätze Sie nicht. Den Fehler mache ich nicht. Vielleicht machen Sie den eigentlichen Fehler gerade jetzt. Hören Sie auf, Dinge zu implizieren. Noch können Sie Einfluss darauf nehmen. Einfluss worauf? Auf die Ereignisse. Ich sitze hier doch nicht ohne Grund. Das Buch, der Mord, der Hinweis, alles passt. Nur Sie sehen es nicht. Ich sehe Sie und ich höre Ihr Reden. Sie reden, reden, reden. Ich kann hier jetzt wirklich nicht, oder? Ach, seien Sie still! Es ist ein Spiel! Ruhe! Ich wollte noch Ihr Bild befestigen. Störe ich irgendwie? Ich habe gleich Feierabend und wollte das noch schnell erledigen. Was halten Sie davon?